In den USA ist vor kurzem ein Mann vor Gericht gestanden, der seinen Arzt krankenhausreif geschlagen hat. Als der Richter ihn fragt, warum, antwortete der, ich bekam von diesem sehr renommierten Arzt vor einem halben Jahr eine Diagnose Blutkrebs. Ich hätte noch ein halbes Jahr zu leben. Nach einem halben Jahr ging es mir immer noch blendend. Ich ging zu diesem Arzt und er fragte ihn, wie kann das sein? Und er öffnete mir, wir hätten Sie auch in den nächsten Tagen angerufen. Die Blutproben sind vertauscht worden. Der Patient, auf den es zutraf, ist vor wenigen Tagen gestorben. Daraufhin habe ich meinen Arzt zusammengeschlagen. Und der Grund ist, Herr Richter, nicht, dass er mich getäuscht hat, sondern dass ich ab morgen wieder mein altes Leben leben werde. Ich werde Pläne schmieden, ich werde mir Ziele setzen, ich werde die Macht der Gewohnheit wieder unterliegen. Die letzten 6 Monate habe ich jeden Tag gelebt. Carpe diem.